Hi Leute, es geht weiter mit Craven Manor. Okay, vielleicht sollte ich nicht so enthusiastische Intros machen, Einleitungen. Es geht runter in den was auch immer Keller. Mal gucken, was uns hier wieder erwartet. Wahrscheinlich sollen wir hier die andere Scheibe holen, könnte ich mir vorstellen. Warum passieren hier immer solche Dinge in diesem... Es ist durch den Mächen durchgeflogen. Wo fliegt es denn hin? Warte, ich muss hier erstmal die Notiz aufnehmen. Fotografie. Eine alte Fotografie, datiert auf 1877, zeigt ein gewaltiges Anwesen im Umbau. Die Rückseite des Fotos zeigt eine lateinische Schrift. Ecce rituali spiritum, in domo, in aeternum, vivas, nusquam tibi, relinquam. Ich habe ein weiteres Raummodell mit weißen und gläsernen Wänden gefunden. Unglaublich, es flog von alleine auf den Tisch und setzte sich auf seine Oberfläche fest. Ich fürchte, was auch immer mich dorthin führt, aber ich bin verzweifelt und habe keine andere Wahl. Ich muss irgendwie in diesen weißen Raum gelangen. Ich kann die anderen Modelle auf dem Tisch benutzen, um einen Pfad zu schaffen, aber sie scheinen nur in einer bestimmten Reihenfolge zu passen. Das ist ja alles schwierig hier. Okay, hier können wir nicht durch, dann folgen wir dem schwebenden Etwas. Schwebendes Etwas, warte! Ich komme. Toll, jetzt weiß ich nicht, wo es hingeflogen ist. Schwebendes Etwas. Weißer Raum. Wo bist du? Hingeflogen. Hallo. Ah, hier, da ist doch was auf dem Boden. Stück einer Statue, ein abgeschlagenes Stück Bronze. Ja, das sind diese komischen Puppen hier, die uns immer... Angst machen. Was ist eigentlich mit da hinten? Da kann man immer noch nicht durch, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kann man immer noch nichts machen. Also ich glaube, hier müssen wir ganz am Ende irgendwie durch. Oder ist jetzt hier doch noch was? Tja, wo ist denn jetzt das schwebende Ding hin? Oder muss ich jetzt hier wieder was hin? Der Schlüssel? War der Schlüssel hier immer? Wo kommt denn auf einmal der Schlüssel her? Und warum bin ich jetzt Handyman? Also, okay, Schlüssel... Vielleicht ditchst du nicht so daran... Getriebekasten. Im Getriebe scheint ein wichtiges Stück zu fehlen. Nein. Das gibt's ja nicht. So. Hast du den Schlüssel jetzt weggeworfen oder ist er jetzt automatisch drin? Oder? Der Schlüssel jetzt hier auf dem Boden gelandet? Das ist ja alles sehr mysteriös hier immer noch, muss man ja mal so sagen. Aber toll, dass ich Errungenschaften kriege für Dinge, die ich selber noch nicht verstehe. Also das hier wird wohl der weiße Raum sein, den wir noch nicht kennen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir jetzt hier... Ich denke mir eher, wir sollen bestimmt jetzt das Getriebedingens finden. Damit wir das da einsetzen können. Aber ich hätte eigentlich gerne mal so einen Zaunfall, wo es jetzt lang geht. Also wir brauchen auf jeden Fall so ein Zahnrad noch dafür. Und ja... Halt so ein Kurbelding, ein Hebel, für den wir da reinstecken könnten. Ja, und dann... Weiß ich auch nicht. Gehen wir jetzt da wieder runter, oder? Ich hätte dem fliegenden Ding mal folgen sollen, dann wüsste ich jetzt, was los ist. Ein bedrohlich klingendes Memo von William Craven adressiert an einen Unternehmer. Okay, jetzt will ich den Satz doch zu Ende lesen. Betreff, Gebäude müssen exakt nach Angaben gebaut werden. Also der hatte hier schon irgendwie... Der Craven war ja schon so ein Rätselmacher, ne? Der hat bestimmt seine Familie hier getötet.
Dann hat er auf die Leichen hier das Haus gebaut. Und all so ein Scheiß. Und wir dürfen den ganzen Kack jetzt hier ausbaden. Also durchkommen tue ich jetzt trotzdem noch nicht. Und wo der Schlüssel auf den Tisch auf einmal herkommt, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie. Vielleicht sollen wir doch nochmal nach oben. Oder nach unten, auf die andere Seite da hinten. Kann auch sein. Ich weiß halt nicht, wo es hingeflogen ist. Ja, es ruckelt wie Sau, aber was soll's? Da geht's nicht durch. Ist hier beim Bild irgendwas passiert? Meine, an sich ist es ja ein schönes Haus. Oh. Nein, ich will da nicht runter. Nein, ich will da nicht runter. Eine Erinnerung an alle Craven Metallwerkarbeiter. Diebe und Faulenzer werden von Lord Craven bestraft und erhalten keinen Lohn während dieser Zeit. Das hatten wir schon mal. Warum bin ich jetzt schon wieder hier in diesem abgefuckten Keller? Gibt es hier noch was, was ich einsammeln kann oder brauche ich hier gar nicht sein? Ich weiß es doch nicht. Das Foto des Craven, 18 und betitelt, zeigt einen ernsthaften, gut angezogenen Mann in seinem 40er bei der Öffnungsfeier in der Fabrik. Ja, die Blaupause, das hatten wir auch schon mal. Was machst du denn da? Vielleicht gibt es hier noch was, was ich doch noch machen kann. Sollte man nicht sonst eigentlich gar nicht hier mehr reingehen können? Wenn es hier nichts gäbe? Vielleicht finden wir hier ein Stück Zahnrad oder eine Leiche oder meinen Tod. Vielleicht finden wir das alles hier in dem gruseligen Weinkeller. Leute, hallo? Von nahem betrachtet scheint etwas dutzende kleine Kratzen das Bild gemacht. Das hatten wir alles schon und es war scheiße hier unten. Ich war froh, das hinter mir zu haben. Gehst du mal bitte an dem Regal vorbei? Ich hasse das, wenn der so feststeckt. Oder gehst du hier einfach nicht weiter? Oder was ist jetzt hier dein Problem? Hä? Okay, ich kann hier gar nicht weitergehen. Das heißt, ich glaube, hier ist dann doch nichts. Das beruhigt mich leicht. Dann gehen wir wieder weg. Ist okay. Das muss nicht sein. Ich bin vollkommen zufrieden hier oben. Ist das leuchtende Dingens hier hingegangen? Wegen des Adezimierens, die Kastaldi von Craven Manor und andere seltsame Bücher liegen in diesen Regalen. Ja, noch was Wichtiges? Tja, ich, keine Ahnung. Bleibt noch oben. Oben, 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 oben. Die Bibliothek, muss das sein? Da kommen wir ja gerade erst her. Wie wäre es mit dem anderen Bibliothekszimmer? Die ist zu. Das ist ja das Komische. Warum sind die jetzt zu und das ist offen? Muss ich jetzt nochmal in die Bibliothek? Ich will nicht nochmal da rein. Ich will das doch nicht. Es ist ja auch alles offen jetzt. Ist doch komisch. Hier ist alles wunderbar, ist alles schön. Alles so, wie es sein soll. Waren die Bücher hier vorher auch schon alle so verstreut? Irgendwie nicht, oder? Notizen von William Craven. Limbo ist nicht wirklich ein Ort. Gibt man ihnen Zeit, können jene im Inneren sich bewegen. Jedoch in unseren Augen erscheinen und verschwinden sie mit einem schrecklichen Schrei und dem Geruch von verbranntem Moos. Was erzählst du denn da schon wieder, Craven?
Also diese Notiz hatten wir auf jeden Fall noch nicht eigentlich gelesen. Ist jetzt hier was mit diesem blinkenden Buch? Weil das irritiert mich, dass das hier immer noch so leuchtet. Warum? Das war vorhin, also im letzten Part jetzt auch schon so. Kapier ich nicht. Vielleicht. Ja. Aber da komme ich ja jetzt immer noch nicht ran. Soll ich ja anscheinend auch nicht da hinten. Also hier sehe ich jetzt auch nichts, was hier noch sein könnte. Also ich kapiere gerade nicht so richtig, was ich machen soll. So. Machst du das zu? Dann fährt das nach oben oder so. Das hat sich gelohnt. Ach so, jetzt sind wir hier von der anderen Seite, wo die Tür zu ist. Ich kapiere. Ja, dann muss ich ja den Weg wieder zurücklaufen, oder was? Oh Mann. Lauf mal schneller. Wir waren ja auch noch nicht auf der anderen Seite. Oh, er schnauft schon wieder. Ich wusste gar nicht, dass er schnauft. Was war das, was da vorhin weggegangen ist? Wand. Es scheint, als hätte jemand mit seinen Fingern an dieser Wand gekratzt, bis sie bluteten. Oh, wie schön. Oh, herrlich. Können wir hier rein? Nein, hier ist auch abgeschlossen. Ja, Leute, ich mach mal eben Cut und überleg mal, was ich machen kann. Oder guck mal nach. Bis gleich. Hello, da bin ich wieder und ja, unser komisches Modell hat sich hier hingeflogen und deswegen ging es auch wohl um einen, ja, um einen, diesen weißen Raum, in den er unbedingt möchte und anscheinend haben wir, weiß ich nicht, ob wir die Symbole schon haben. Also wir haben den Schlüssel, das Zahnrad und irgendwas anderes, weiß nicht, ob das fehlt oder ob wir es jetzt schon haben, aber ich werde jetzt mal probieren, hier an unserem Wundertisch, ja, das so hinzukriegen, dass man halt den weißen Raum betreten kann. Aber ich weiß noch nicht wie. Nimm einfach mal. Fang mal an. Achso, ich muss gedrückt halten, ne? Und was anderes? Ach, das geht. Okay, dann nimm mal das. Das geht nicht. Kannst du das nehmen? Ja, das funktioniert. Ja, toll. Dreh den Raum, während du ihn ziehst. Moment. Vielleicht das Ding und dann den? Ja, irgendwas muss ja klappen können. Also das bleibt da oben anscheinend liegen. Und wenn wir das mal drehen noch... Oh Mann, irgendwas muss ja klappen. Ja, der lässt sich schon mal gar nicht mehr wegbewegen hier. Ich komme darauf immer nicht klar hier, wie das Ganze funktionieren soll. Ach, super. Geht ja doch noch. Ist ja schön. Ja, den letzten schaffen wir dann auch noch. Und dann haben wir einen Zugang sozusagen uns geschaffen. Ich vergesse auch immer, wie ich ihn jetzt schon gedreht hatte. Geht auch nicht. Was dann? Was willst du? Vielleicht einfach mal so lassen, wie es ist? Der Plan geht nicht auf. Ist das irgendwie das falsche Modell oder what? Dann nehme ich jetzt mal den Dachboden. Unseren lovely Dachboden. Hä? Das sieht doch schon mal super aus. Jetzt sind wir schon voll weit hier. Das muss ich einfach nur mal randitschen hier.
Hä? Jetzt hatte ich den Querbalken schon auf links, unten. Jetzt mache ich den Balken mal nach rechts, damit ich das mir mal merken kann. Warte. So, rechts unten. Jetzt hätte ich ihn nochmal gerne rechts oben, denn so ist das Bild auch. Kannst du den mal anders drehen? Nee, nee. So komplett andersrum halt. Geht das nicht? Scheiße. Muss ich hier noch was... Ach, den kann ich doch noch ändern. So. Moment. Dann vielleicht ist das andere falsch. Dass ich den unteren jetzt mal gedreht habe. Oh, ey, das muss doch gehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Es will einfach nicht gehen. Dabei glaube ich halt, dass ich eigentlich auf dem besten Weg hier bin, aber irgendwie... Ich finde, man kann auch nach diesem Untergrund nicht gehen, weil das hilft mir irgendwie nicht. Wenn der da oben hinkommt, warum kann der denn nicht da oben hin? Pack den mal an die Seite. Und dann nehmen wir mal das Schlafzimmermodell und den packen wir mal hier ran. Vielleicht klappt das ja eben. Vielleicht hatte ich hier auch noch nicht alles ausprobiert oder so. Jetzt ist er wieder da unten. Ich glaube, das sieht gut aus. So. Wunderbar, wir haben's. Ich glaube, das ist der Weg. Jetzt kommen wir zu dem heiligen zauberweißen Raum. Frag dich nur, wo ich jetzt lang soll. Ist das Leuchten wieder da? Oder kann ich mich hier vielleicht orientieren? Guck mal auf den Tisch und dann weiß man doch, was wir genommen haben. Oder auch nicht. Hä, das... Warum guckt er jetzt nicht einfach darauf? Damit ich noch mal einmal den Weg weiß. Geht natürlich nicht. Dann nicht. Dann nicht. Da der Dachboden dabei war, kann ich mir vorstellen, halt oben lang. Aber ich weiß es halt nicht. Geht hier ein Leuchten lang. Geht da hinten ein Leuchten lang. Normalerweise haben wir doch immer so ein... Ach, warte mal. Wir haben doch unten diese Tür. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt durch den Keller hier gehen. Und, na, nicht da, sondern auf der anderen Seite. Genau. Schnauf nicht so. Es macht mir Angst. Ja, genau. Das war vorher nicht offen. Jetzt ist die Tür nämlich auf. Aha. Und es speichert. Ist ja toll. Was denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ist es jetzt noch unheimlicher hier? Hallo? Es hat auf jeden Fall gespeichert. Wenn jetzt hier was passiert, dann ja, weiß auch nicht. Vielleicht ist ja hinten jetzt auch was anders als vorher. Ja, der Durchgang ist frei. Der war vorher auch nicht frei. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Oh.
Oh, die ganzen Bilder. Was ist denn hier los? Ich habe eine verschlossene Tür gefunden, einen Globus, einige Fassungen und eine Reihe fast identischer Porträts einer Frau, jedes davon mit einer merkwürdigen Inschrift versehen. Ich fürchte, ein verzerrter Geist will mich testen. Was will der denn testen? Ob wir die richtige finden oder wie? Das war bestimmt die Frau... Männer. Die Frau Craven. Blutverschmiertes Buch. Die Porträts von Jacqueline Craven haben alle eine andere Inschrift, aber nur eine Inschrift sagt die Wahrheit. Aha. Runder Rahmen. Runder Rahmen. Und dann muss man hier die richtige Reihenfolge oder so rausfinden, nehme ich mal an, oder so. Sagt auch zum Blut was, oder? Liar. Oh. Okay. Ich glaube, ich soll den Globus hier ins Richtige setzen. Ich nehme einfach mal den rechten, den hier. War anscheinend nicht richtig. Ich schreibe diesen Eintrag mit zitternden, blutenden Händen. Ein Fallmechanismus wurde aktiviert, als ich den Globus in eine der Fassungen legte. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Sicherlich ist dieser Globus mit der Tür verbunden, aber es wäre zu waghalsig, es einfach noch einmal zu versuchen. Als ich meine Wunden versorgte, bemerkte ich ein Buch nahe der Porträts. Ein Buch nahe der Porträts? Ah, okay. Einer ist schon weg. Mhm. Aber nur eine Inschrift sagt die Wahrheit. Also das ist auf jeden Fall dann nicht richtig oder so. Woher weiß ich's denn? Und wie viele Versuche habe ich denn? Die Jacqueline, die lila trägt, sagt die Wahrheit. Der Globus gehört in die Fassung ganz links. Ach so, ist ja einfach. Dann wird uns das jetzt hier direkt gesagt oder ist es ein Rätsel und wir müssen noch weiter raten? Der gehört in die Fassung ganz links. Na dann. Wo ist der Globus? Du sollst ihn doch in die Hand nehmen. In die Hand nehmen, nicht wieder loslassen. Noch ein Versuch. Ah, das war, glaube ich, doch nicht die richtige. Okay. Sie ist eine Lügnerin. Der Globus gehört in die dritte Fassung von links. Die Jacqueline, die grün trägt, ist ein Lügner. Der Globus gehört in die Fassung ganz rechts. Moment, der sagt, ist ein Lügner. Vielleicht ist das der recht hat. Ich nehme jetzt einfach mal den hier, aber das Problem ist, welchen nehme ich dann? Dann nehme ich jetzt mal den ganz rechten. Ja, das ist gut. Das war richtig. Warum habe ich das jetzt rausgekriegt? Ja, weil wenn jemand sagt, der spricht die Wahrheit, ist es bestimmt ein Lügner. Und wenn jemand sagt, andersrum halt, ja, halt andersrum, ne? Von daher dachte ich jetzt so, wenn jemand sagt, Grün ist ein Lügner, ist Grün vielleicht der, der die Wahrheit spricht. Und da jetzt Grün ganz links war, habe ich halt deswegen ganz links genommen. Ja, ist auch egal. Geh jetzt da durch in den Monsterraum. Okay. Mhm. Okay. Kinderbuch. Das Buch ist an der Illustration eines verängstigten Kindes geöffnet, das gerade unter seinem Bett sieht, unter welchem der Teufel auf es wartet. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Eine Säge, ein Messer. Was ist denn hier passiert, Leute? Seid ihr alle irre? Oh gut. Da liegt eine Notiz oder so. Tatortfotografie, beschriftet mit Jacqueline Craven 408-01. Dieses Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen zergliederten weiblichen Körper. Mein Gott, was ist mit der armen Frau passiert? Eine Tatwaffe. Da ist er doch, der Craven-Arsch. Der hat die bestimmt alle getötet. Jetzt sind die alle weg hier. Wie merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ja, merkwürdig genug, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, liebe Leute, bei Craven Manor. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!